Das allererste und wichtigste ist natürlich erstmal die Sprache. Gerade wenn man ein Studium aufnehmen möchte, ist natürlich ein bisschen mehr an Sprachkenntnis erforderlich als normalerweise bei einem Job, um sich auch schriftlich ausdrücken zu können in irgendwelchen Essays. Das heißt also, es wird bei der Zulassung schon C1 vom Niveau erwartet, das ist schon relativ hoch. Und ich denke, das ist für viele erstmal eine ganz schöne Hürde.